So, hallo. Ein kleiner Update für meinen Headtracker. Ich habe da noch ein bisschen dran gearbeitet. Da ist jetzt eine Sache ganz wichtig. Ich habe einen kleinen Button eingebaut und die Software erweitert, sodass man ihn, falls ein Telefonanruf kommt, abschalten kann. So ist es noch alles Normales. Und wenn ich wieder einschalte, dann ist er auch gleich zentriert auf den Punkt, auf den ich mich fixiere an der Stelle. Das ist jetzt zum Beispiel hier. Wie ihr seht, ist die Bewegung nochmal um einiges smoother geworden. Die Dinge gehen jetzt wirklich sehr schön sauber. Ich habe extrem ruhige Aufzeichnung und trotzdem ist das noch nicht die Software, die ich haben will. Ich habe die Bewegung des Kopfes rausgenommen, stattdessen das über den Coolie-Head auf dem Joystick gemacht, das heißt links, rechts, unten, oben oder irgendwie eine der Seitenrichtungen. Das ist alles festgemacht und nicht mehr an den Tracker gekoppelt, weil das dafür muss ich die Software erweitern, dass praktisch der Kopf sich selbst wirklich bewegt vom Bildschirm. Und das ist so unruhig gewesen, dass ich bei PvP, also bei Kämpfen, ein echtes Problem hatte. So, jetzt wollen wir mal eine kleine Platzrunde fliegen und mal sehen, wie sich das denn ausmacht. Erstmal gucke ich natürlich, bevor ich irgendwas mache, ob mein Flugzeug mich umbringen will oder nicht. Das heißt, ich probiere Höhenruder, Seitenruder, ob es funktioniert, Querruder, ob das funktioniert, auf beiden Seiten. Und hier auch nochmal Höhenruder, Seitenruder. So, funktioniert in alle Ausrichtungen und dann wollen wir einfach mal die Platzrunde fliegen. So. Ich bin die Tsiolkovsky ein bisschen geflogen und habe sie jetzt so ausgearbeitet, dass ich neue Decals drauf habe. Das heißt, ich habe das, was man normalerweise nur gegen Geld bekommt, habe ich mir freigespielt und das dauert auch nicht mehr lang, dann bin ich auf dem Ding wahrscheinlich ein Ace oder so, weiß ich nicht. Ich liebe das Ding wirklich, das ist eine ganz tolle Maschine. Einer der wenigen mit Ein-PC-Fahrwerk, einer der wenigen Doppeldecker mit Ein-PC-Fahrwerk. Hier nochmal irgendwie schön gucken. Man kann auch schön seitlich rausgucken, nach unten. So. Eine der ganz wichtigen Sachen beim Abheben war eben, dass ihr die Nase runterdrückt. Bei diesen dreirädrigen Maschinen ist das ganz, ganz wichtig, dass ihr die Nase beim Start drückt und nicht hochstehen lasst, weil ich kann euch das nachher zeigen mit der I16, also mit der Ishak. Was passiert, wenn man das nicht macht? Dann würde er nämlich schräg stehen und würde praktisch direkt stallen, also irgendwie Strömungsabriss haben beim Start. Und das ist irgendwie so unschön. Jetzt wollen wir nochmal gucken, wenn wir jetzt hier mal rein, wie schön das ist. Das ist wirklich sehr, sehr sanft. Das geht sehr, sehr gut. So, jetzt wollen wir mal sehen. Stoff wegnehmen, Fahrwerk raus. Wir sind jetzt in der Position, wo wir irgendwie landen könnten. Wir sind allerdings ein bisschen zu schnell. Ich werde jetzt mal ein bisschen runtergehen und erstmal die Energie rausnehmen. Das hätte man irgendwie besser vorbereiten sollen. Ah, das ist jetzt nicht geplant oder so. Wir fliegen 216 Stundenkilometer. Das ist ein bisschen viel. Deswegen mache ich mal ein paar krasse Bewegungen. Zoom ein bisschen rein, sodass wir das irgendwie so richtig schön haben. So. Jetzt wollen wir mal gucken, dass wir ihn ein bisschen anstellen, um ihn abzubremsen. Jetzt geht er auf 160 runter, bei 130 ungefähr kann man ihn ganz gut absetzen. Das machen wir jetzt einfach mal. So, sauberer, schöne Landung, kein großes Geholper. Und bremsen. Gucken, das sieht alles gut aus. Eine der wichtigen Sachen ist bei diesen Flugzeugen mit Heckfahrwerk, dass man die Bremsen, also ich habe die so gelegt, dass ich sie am Seitenruder gekoppelt habe. Das heißt, das kann ich euch gleich nochmal zeigen, wenn ich hier raus bin. Ich zeige euch nochmal die Maschine von außen, sobald der wieder neu aufgeladen hat. Moment, der läuft gleich durch.
So. Also ich kann diese Tsiolkovsky wirklich sehr empfehlen als kleine Spaßmaschine. Die ist einfach toll. Und hier könnt ihr irgendwie sehen, wie diese Maschine aufgebaut ist. Sie hat relativ enges Fahrwerk. Also ich muss jetzt irgendwie, ich schalte meinen Trecker ab, sodass er nicht mehr so rumwackelt. So, jetzt ist der Trecker abgeschaltet. Das ist sehr praktisch, wenn man irgendwie gestört wird oder so oder den Trecker plötzlich nicht mehr hat haben würde, drückt man einfach auf den Knopf und weg ist er. Und also wie ihr seht, das Fahrwerk liegt echt ziemlich dicht beisammen. Und wenn man Gas gibt, dann dreht eben die Aktion gleich Reaktion die Maschine zur anderen Seite, als der Propeller sich dreht, also genau entgegengesetzt. Und das muss man ein bisschen ausgleichen, zum Beispiel mit Querruder und dann die Nase runterdrücken. Ich mache noch einmal den Start und zeig mal, was passiert, wenn ich den wenn ich das, ja, aber die Tsiolkovsky ist ein bisschen, die ist sehr, 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 die vergibt, wenn man das nicht macht. Bei der Ishak ist das was anderes, die crasht gnadenlos. Das Ding, das will einfach nur fliegen, das ist sehr einfach. Und das wollen wir mal sehen. Ich starte nochmal und ich versuche ihn jetzt auf Dive Come raus hochzuziehen beim Start. Und ihr seht erstmal, die Maschine dreht sich nach links weg. Ich lenke erstmal mit dem Heckleitwerk gegen, dass sie auch gerade bleibt. Und nach einer kleinen. Ich ziehe jetzt wie ein Blöder. Seht ihr, was passiert? Die reißt ab zur Seite und das passiert mit dieser Maschine, das passiert mit jeder anderen. Das heißt, was ihr machen müsst, ist die Nase leicht runterdrücken. Ich mache das nochmal, dass ich das restarte. Und ich zeige nochmal, wie der eigentliche Start richtig läuft. So, Motor anlassen. Ich starte ihn. Gebe vorsichtig sanft Gas und vielleicht ein bisschen zurücknehmen. Ich drehe ihn auch manchmal ein bisschen zurück. So, jetzt drücke ich ihn leicht nach vorne. Ich drücke den Stick nach vorne, dass das Heck hochkommt und dass die Nase sich senkt. So, und jetzt, wenn ich die Abhebgeschwindigkeit habe, was bei 160 ganz locker ist, dann kann ich raus, kann Fahrwerk einfahren und der Start ist perfekt. So, das geht, glaube ich, ganz gut. Und man sieht das hier, dass die ganze Steuerung sehr, sehr sanft geht und sehr, sehr gut ist. Das ist schon ganz gut. Ich hatte gesagt, an der Steuerung habe ich mächtig viel gearbeitet. Das geht noch besser. Ich hatte teilweise Probleme im Dogfight, dass die Maschine kiebig wurde, dass die Steuerung zu empfindlich war, dass sie zu unempfindlich war. Dann kam ich nicht mehr weg. Also das ist irgendwie alles so eine Sache hier zum Beispiel, wenn man in der Vergrößerung ist, dann ist das sehr kiebig, das Ding. Ich weiß nicht, ob ihr das seht. Da bin ich noch unglücklich mit, aber das ist ein Kompromiss. Ich weiß nicht, ob man es irgendwie perfekt macht. So. Und wir wollen natürlich das Auto wie üblich erstmal zerstören. So, das geht eigentlich alles schon mal ganz gut. Wie ihr seht, zum Beispiel Bewegungen im Raum. Das sind zum Beispiel Sachen, die könnt ihr irgendwie wunderbar üben, wenn ihr mit dem Flugzeug fliegt. Dass ihr, wenn ihr zum Beispiel eine Kurve macht, dass ihr jetzt eine Höhe festlegt, sagen wir mal 240 Meter. Und jetzt macht ihr eine Kurve und ihr versucht diese 240 Meter also zu halten. Das kommt ihr jetzt mit dem Seitenruder. Viele Leute haben mich gefragt, wozu braucht man das Seitenruder? Das Seitenruder braucht man in diesem Fall, um das Flugzeug zu steuern, so dass es zum Beispiel irgendwie die Nase immer schön auf dem Horizont ist und der nicht anfängt wegzusteigen. Wenn ich das nicht mache, dann steigt er entweder weg oder er fällt weg. Hier, ich mache das mal keine Seitenruder. Wie ihr seht, er steigt weg und bleibt nicht auf derselben Höhe. Genauso kann man das machen, wenn man im Messerschnitt, also in diesem Messermodus fliegt. Dann kann ich jetzt zum Beispiel mit dem Seitenruder das Flugzeug ein bisschen anstellen. Und genauso geht es, wenn man im Rückenflug ist. Dann kann man versuchen, den Rückenflug so zu machen, dass die Maschine die Höhe hält. Also praktisch eben nicht abfällt, sondern die Höhe hält. Allerdings bleibt bei der Tsiolkovsky im Kopfüberflug der Motor irgendwann stehen. Das passiert euch vielleicht übrigens auch, dass der Motor einfach stehen bleibt. Dann müsst ihr ihn tatsächlich anlassen wieder.
Und das, also praktisch, wenn ihr einen Motorausfall habt, weil ihr ihn habt absaufen lassen, mir ist das bei der Ishaq passiert. Da habe ich mich erst gefragt, was ist denn los jetzt? Motor kaputt oder was? Nein, nein. Man hat ihn also ich habe ihn absaufen lassen. Und das wäre dann so, als wenn man von Hand den Motor ausschaltet. Der Propeller bleibt zwar nicht stehen, wie jetzt in diesem Fall, aber also irgendwo ist der Zug weg, man merkt das dann, einfach wieder einschalten und gut ist. Eine weitere Sache, die ich empfehlen kann, die ihr unbedingt üben solltet, ist, wie ist das Verhalten meiner Maschine, also praktisch, wo ist die Stallgeschwindigkeit? Das heißt, ihr geht ein bisschen nach oben in der Nase, nehmt den Stoff weg und guckt, wann die Maschine abfällt. Das heißt, irgendwie sorgt dafür, dass es immer langsamer, immer langsamer, immer langsamer wird. Und irgendwann bricht sie nach unten aus und hält sich nicht mehr. In diesem Fall ist es ein Doppeldecker, der stallt im Prinzip gar nicht, wie ihr seht. Also ich kann halten, halten, halten. Der stallt nicht. 125. Ja, es stallt nicht. Ich habe keinen Schub, null Schub. Ihr seht das. Er siegelt. Er gleitet. Ja, also, der fällt nicht. Obwohl ich jetzt den Joystick vorhin nach hinten gezogen habe. Ihr seht das, wie ich hier unten, wie mein Mann völlig nach hinten gezogen hat, den Stick. Und das Ding, das will irgendwie, also bei 130 ist also offensichtlich die Stallgeschwindigkeit, aber das Ding stallt nicht. Das ist mit anderen Maschinen völlig anders. Und wenn ihr Folgendes macht, dass ihr jetzt Seitenruder gebt, dann kriegt ihr einen Strömungsabriss. Und dann fängt ihr an zu trudeln. Das ist jetzt viel zu niedrig, das zu tun. Na, wir machen das nochmal, wir üben das mal, indem wir mal ein bisschen höher rausgehen. Also diese Maschine steigt wirklich toll. Ihr könnt das übrigens sehen, wie die Maschine steigt, indem ihr mal ein bisschen reinzoomt hier und euch mal die Steiganzeige anguckt. Wo ist sie denn da? Da ist sie unten rechts. Ne, ist die Geschwindigkeit. Ich sehe es bei diesem hier. Da, in der Mitte rechts. So, und der steigt, also der steigt wie ein junger Gott. Ich lasse ihn mal so auf 12, 15 Meter die Sekunde steigen. Das sieht ganz gut aus, dass wir mal ein bisschen Höhe machen. Boah, 1000 Meter müsste eigentlich locker reichen. Und also für diese Maschine, andere Maschinen sind da deutlich zickiger. Und wir machen jetzt Folgendes: Ich hungere ihn aus und gebe massiv Seitenruder. Also, so, und dann müsste ich eigentlich in ein Trudeln kommen. Und das passiert jetzt auch. So, jetzt habe ich einen Strömungsabriss, jetzt trudel ich. Ich drücke die Maschine, mache Seitenruder, ja, ziehen, drücken, drücken. Ich glaube, in diesem Fall Seitenruder gegen das Trudeln. Na? Und wenn das nicht klappt, dann crasht man. Muss ich nochmal gucken. Also jede Maschine ist da anders. Zum Beispiel, also einige muss man drücken, andere muss man ziehen. Diese Maschine, ja, das habe ich falsch gemacht. Normalerweise geht man auf 2000 Meter, dann hat man genug Zeit, um es auszuprobieren. Und das ist also praktisch die Stallgeschwindigkeit messen, das Trudeln abfangen und das Trimmen. Das ist eine Sache, die ihr mit jeder neuen Maschine machen müsst. Das heißt, ich habe das zum Beispiel, meine Maschinen sind so ausgetrimmt, dass sie immer geradeaus fliegen. Das heißt, wenn ich den Joystick wegnehme, bleiben sie gerade fliegen. Und zwar mit der typischen Beladung, die ich habe. Dass ich einfach nichts machen muss. Ich kann den Joystick loslassen und sie fliegt geradeaus. Und wenn sie es nicht macht, dann arbeite ich nochmal nach. Ich zeige euch das nochmal, wie das aussieht. Ich gebe einfach mal Gas. Diese Auszeichnung ist übrigens das erste Mal. Ich benutze jetzt ein Programm, das heißt ODS. Ein Kumpel von mir hat mir das gesagt, dass das gut sein soll. Ich hoffe, dass er das vernünftig aufzeichnet, dass diese Aufzeichnung auch was wird. So, wollen wir mal abheben. Dann machen wir alles mal genauso wie eben. Und jetzt machen wir erstmal das Trim. Das Trim. So, erstmal müssen wir ein bisschen Speed haben. Ich gebe mal hier WEP. Ich habe meinen Client auf Englisch umgeschaltet, weil
Deutsch zwar nett ist in diesem Fall, aber wenn man Hilfe sucht im Internet zu den Menüpunkten oder zu Stichworten im Spiel, hat man bei Deutsch einfach verloren. So, jetzt habe ich irgendwie die typische Reisegeschwindigkeit. Naja, ich habe diese blöden Bomben und dann unten drunter. Ich schmeiß sie mal ab. So. So, jetzt nehme ich mal die Speed ein bisschen weg. Also ich habe das praktisch so gemacht, dass die Maschine sich nicht überhitzen kann oder sowas. Also sich nicht überhitzt. Und dann habe ich sie so eingeschaltet, dass sie... Also jede Geschwindigkeit, die er einstellt, jede Geschwindigkeit, die er fliegt, braucht eine andere Trimmung. Einige Maschinen kann man nicht trimmen. Oder kann man normalerweise nicht trimmen. Deswegen macht ihr das immer in diesem Modus. Und ihr sorgt dafür, jetzt zum Beispiel, ich habe das jetzt auf die Cursor-Tasten gelegt, dass ich also praktisch Querruder so mache, dass sie gleich bleibt, dass er geradeaus fliegt. Ich habe den Joystick jetzt zum Beispiel losgelassen und ich gebe ihm jetzt noch ein bisschen Höhenruder. So, und wenn das alles fertig ist, dann könnt ihr einen Knopf einstellen, der heißt Speichern von dieser Konfiguration. Und diese Speicherung, die wird dann geladen im richtigen Spiel und sorgt dafür, dass ihr eben kein Problem habt damit. So, und nachdem das Ganze eingestellt ist und alles korrekt ist, zoomt ihr einmal auf den Horizont, nehmt euch irgendeine Marke, legt das fest. Na, das ist noch nicht perfekt. So, also dieses Hopsen, das sollte eigentlich nicht sein. Ach, ich habe hier wieder die blöden Bomben unten drin. Naja. So, bei einigen Maschinen ist das eine ganze Menge, was man geben muss. Wie ihr seht, ist er jetzt so ziemlich stabil. Das heißt, der Joystick reagiert auf ganz leichte Bewegungen, aber wenn ich den Joystick loslasse, was ich jetzt gerade getan habe, hier meine Hände, dann ist er gerade so. Wenn er jetzt wandert, nach links oder rechts, dann macht ihr auch noch Querruder. So, und wenn das alles perfekt ist, dann speichert ihr das. Beim nächsten Mal im Spiel wird es euch danken, das Spiel wird euch was danken, weil das Ding jetzt irgendwie wirklich, also ihr habt einen Luftkampf und die Maschine bleibt auf dem Punkt und ihr braucht nicht die ganze Zeit gegen die Maschine kämpfen. Das ist schon ganz schön. Wie ihr seht, ich habe die ganze Zeit die Joystick nicht in der Hand und sie fliegt absolut stabil und die guten Maschinen kann man einstellen, die schlechten Maschinen kann man nicht einstellen, zum Beispiel bei dem Anfänger, bei diesem Reserve-Flugzeug, bei der I-15R M22 und ja, ist die dritte W, glaube ich. Bei diesen Maschinen kann man das nicht speichern und kann man hier auch nicht einstellen. Und bei den Maschinen müsst ihr dann sehen, dass ihr eine eigene Joystick-Einstellung wählt, wo ihr das korrigiert. Und so habe ich das gemacht. Ich habe praktisch, wenn ich hier mal abbreche, könnt ihr in die Controls reingehen. Und wenn ich laden sage, habe ich zum Beispiel hier die normale Einstellung und hier habe ich die für die I-15 Einstellung. Da habe ich dann die Trimmung verändert. Ich lade das Ding mal. Und dann könnt ihr das sehen, was ich da gemacht habe. Ich bin zum Beispiel hier reingegangen in die Pitch-Axis zum Beispiel, habe die Correction auf, also habe die irgendwie ein bisschen verstellt, solange bis ich, also statt das mit der Cursor-Taste zu machen, habe ich das hier gemacht, war ein bisschen mühevoll, aber das funktioniert ganz gut und das habe ich praktisch bei allen Werten gemacht und das ist egal. Das war jetzt nicht der, den ich haben wollte, den wollte ich haben. Wie ihr seht, hier sind überall die Einstellungen, die ich dann gemacht habe. Damit habe ich diese Maschine getrimmt. So. Und ich kann jetzt nochmal sagen, laden. Ich lade das Ding nochmal neu, weil ich das eben verstellt habe. Gehe irgendwie zurück in den Hangar. Und dann wollen wir mal gucken, ob die Reserveflugzeuge das zu schätzen wissen, was ich gemacht habe mit ihnen. So, ich nehme jetzt mal irgendwie ein schönes Reserveflugzeug, also eins von diesen ersten Tigern. Die weiße, die ist ganz hübsch. Und das ist eigentlich theoretisch die beste von diesen Reservedingern, aber die sind alle gleich. Insofern, ich lasse ihn auch ohne Bomben, ohne nix.
Und das ist eben klassischer Doppeldecker. Das ist übrigens ein ganz hübscher Doppeldecker. Ich mag ihn und ich habe mit den Dingern Erfolge gegen die deutschen Doppeldecker auf jeden Fall. Und das funktioniert ganz gut. Kein Einziehfahrwerk und ist beim Starten bisschen leichter. Also die ganze Maschine ist leichter als das die Zukowski. Und jetzt, wenn wir erstmal ein bisschen hoch sind, wir haben ein bisschen auf Höhe, steigt wie eine Rakete das Ding. So, dann nehmen wir mal den auf so eine typische Geschwindigkeit weg. Na, noch momentan ist hier noch. Also ich habe jetzt hier diese Joystick-Steuerung geladen, die ich gespeichert habe, diese Trim-Einstellung. Und dann müsste er eigentlich, ich weiß nicht, bei wo ich die, welcher Geschwindigkeit ich das gemacht habe, 80. Ja, der wird langsam schneller und dann irgendwann hat er die richtige Geschwindigkeit. Ich lasse den Joystick los und das ist tatsächlich jetzt die Anfängermaschine und sie hält sich, wie ihr seht, wunderbar in der Luft, ist sehr stabil, macht keine Zicken, ist sehr präzis. Man kann mit dem Ding wunderbar in den Luftkampf gehen, kann damit irgendwie andere Anfänger jagen. Wenn man selbst ein Anfänger ist, ist das irgendwie sehr spaßig. Und natürlich kann man hier auch sehen, ob man irgendwie den verdammten Lastwagen findet. Dieses Wie ihr seht, das geht super. Und war absolut problemlos. Wie gesagt, ich bin nicht wie sonst am Kämpfen gegen das Flugzeug. Das Flugzeug lässt sich ganz, ganz sanft fliegen. Ich kann sehr, sehr schön sehen, was passiert. Also das sind jetzt so die Sachen, die natürlich direkt nicht mit dem Trecker zu tun haben, aber indirekt schon, weil irgendwie das ist ja insgesamt ein Spiel, das ist eben nicht nur ein Einzelteil und der Trecker funktioniert auch nur so gut wie der Rest. Ich hatte, wenn ich jetzt nochmal wie bei den Controls habe ich irgendwie so kleine Problemchen gehabt. Zum Beispiel bei der Geschichte hier, irgendwie haben wir die Sensibilität. Also zum Beispiel der Sheriff hat die Sensibilität dieser Sachen runtergesetzt. Ich habe sie wieder raufgesetzt, weil ich festgestellt habe, dass das also teilweise zu unangenehmen Effekten führt. Also ich mache jetzt mal spaßeshalber diese Sensibilität ein bisschen runter. Gehe hier wieder rein, sag irgendwie, ich will jetzt hochziehen, dann zieht er hoch. Und wenn ich jetzt irgendwo zielen möchte, also ich gehe jetzt mal richtig irgendwo rein, ich will zielen, dann fange ich an, irgendwie mich aufzuschaukeln. Ich kann gar nicht richtig, ich kann den Punkt gar nicht richtig bekommen. Und wenn ich jetzt ein Manöver fliegen will, dann ist das ist alles ein bisschen träge. So, das ist ja, vielleicht ist das eine Geschmackssache. Das kann durchaus sein. Also ich kann nicht sagen, dass das jetzt die beste Sache ist. Übrigens, was man hier auch machen kann, ist die Limits von dem Hoch und Runter hier. Seht ihr? Das einstellen, so dass man nicht, wenn man im Nahkampf ist zum Beispiel, mit dem Coolie Head habe ich das hier gemacht, dass man den so stellen kann und dann kann man hier rüber feuern und hat praktisch dasselbe Ziel, bloß ohne dieses Zielfernrohr, was die meisten Leute nicht mögen. Und das ist zum Beispiel eine Sache, die ich irgendwie ziemlich cool finde. Und das kann man auch machen, indem man hier zum Beispiel in den Controls reingeht, Kamerakontroll, rechts, links, upward, downward, da ist das. Da habe ich das dann praktisch über den Coolie Head gesteuert. Hab dann na, das ist egal hier, aber diesen Multiplier habe ich so gestellt, dass er, wenn ich den. Ah, das ist eigentlich egal, das ist. Nee, der ist es nicht, das ist der andere. Das ist nicht der Up-Down, sondern das ist der
Left, right, der müsste das drin haben. Genau. Hier habe ich irgendwie so einen Multiplier drin, der das. Ah, das müsste aber eigentlich auch egal sein. Was ist eigentlich 100% einfach jeweils? Ja, ich hatte irgendwie auf jeden Fall dort für eine andere Maschine das eingetragen. Die habe ich auch nochmal gespeichert irgendwo. Und die einen anderen Zielpunkt hat. Und da habe ich den Zielpunkt so eingetragen, dass der genau so ist, wenn man den verschiebt, dass man dort zielen kann. Der war dann praktisch ein bisschen enger dran. Ich weiß nicht, welche Maschine das war. Ich glaube, das war die i16. Kann sein. So. Das ist auf jeden Fall schon mal irgendwie, also so eine, diese Einstellung der Trägheit der Steuerung. Jetzt ist das, also ich will schnell sein und das kann ich nicht, weil weil das träge ist und das sind so die, ups, die Optionen, die Controls. Das sind diese Sachen, die er nicht so, ja. Ich kann euch jetzt nicht sagen, ob das jetzt das Richtige ist oder nicht. Für mich ist es das Richtige hier, weil irgendwie die Sache die ist, wenn man hier gegenlenkt, ist die Reaktion des Flugzeuges sofort. Ja? So, also die man kann viel direkter kontrollieren. Es braucht allerdings ein bisschen mehr Koordination, um das vernünftig zu lenken. Und das ist natürlich Gewöhnungssache, ne? Das ist so eine, und diese Sache mit diesem Zielrohr, vielen Leuten gefällt das nicht. Das hat sich auch nicht durchgesetzt anscheinend. Also die alle anderen späteren Maschinen haben kein Zielrohr mehr. Aber ich persönlich, naja. Oh, und das, was wir vorhin geübt haben in der Luft, das können wir hier mal probieren, indem wir sie aushungern. Und dann runtersacken lassen. Ja, ich bin jetzt viel zu hoch eigentlich reingestiegen in in die Geschichte. 160 fliegt er jetzt. Gehen wir mal ein bisschen runter. So, und versuchen wir mal eine schöne Landung hinzulegen. 150. 150, 40. Jetzt ist er gleich im Stall. Und dann setze ich ihn ab. Und er hat aber noch einmal gebounced, nochmal gebounced. So, und dann müsst ihr Höhenruder geben. Ansonsten macht ihr irgendwie, wie heißt es so schön, ein Fliegerdenkmal, dann dreht ihr euch auf den Rücken. So, und da habe ich es so lange gebraucht, dass ich irgendwer die Startbahn hinausgerollt bin. Naja, egal. Ihr seht, worauf ich hinaus will. Ich drehe ihn mal um. Ja, und das ist jetzt zum Beispiel praktisch, wenn man diese Bremsen konfiguriert hat, so dass sie mit dem Joystick zusammenarbeiten. Ich zeige euch das auch nochmal, was ich da gemacht habe. Bei den hier sind die Bremsen Left Brake und Right Brake. Da ist es dann, dass ich hier so eingetragen habe, dass ich eine Correction auf 50% gemacht habe, habe das hier oben auf den Joystick gesetzt. Und der ist normalerweise auf Volllast, wie ihr seht. Und wenn ich jetzt lenke, ist es jetzt momentan irgendwie invertierte Achse. Das heißt, in dem Augenblick, wo ich ihn nach rechts mache, macht die linke Bremse geht raus. Und damit, weil die rechte Bremse zieht, zieht das Flugzeug nach rechts rüber. Aber trotzdem habe ich praktisch volle Bremsung. Kann dann die Bremse vorsichtig rausnehmen. Wie ihr seht, das ist bis zur Hälfte, also weiter nicht. Das heißt, ihr habt entweder so, und das hab ich beim linken und beim rechten habe ich genau das Umgekehrte. Das heißt, wenn ich da irgendwie wenn ich den nach links mache, dann wird er geringer. So, das ist so. Und damit habe ich einen schönen, habe ich schön Kontrolle über wie diese Maschine bremst, also wie die Bremsen funktionieren. Ich kann analog und muss nicht irgendwelche Knöpfchen drücken oder so. Das ist schon ganz praktisch bei schwierigeren Maschinen. So, und ich würde sagen, das soll dann auch für heute reichen. Ich denke, ich hoffe, dass ihr Spaß gehabt habt und wir sehen uns dann das nächste Mal. Ja, viel Spaß bei War Thunder.